eine Erdbeertüte, ein Sandwich für die Kopfhörer und einen unendlichen Kalender. Heute zeigen wir euch, wie ihr trendiges Accessoire aus gewöhnlichen Schulsachen herstellen könnt. Für den ersten Lifehack braucht ihr ein kleines Gefäß und ein Stück Folie. Zerknittert die Folie und formt sie zurecht. Und biegt den Henkel nach oben. Dekoriert die Folie mit Heißklebetropfen. Tragt auch Heißkleber auf die gesamte Oberfläche der Folie auf. Und verziert das Glas. Befestigt eine Schwanzflosse aus Heißkleber. Und malt die Flosse dann an. Betont die Schuppen mit Silberfarbe. Ihr erhaltet einen Halter für eure Schulsachen in Form einer Flosse. Diese Meerjungfrauenflosse passt gut auf eure Sachen auf. Das ist einzigartig. Mögt ihr einzigartige Dinge? Dann braucht ihr auf jeden Fall einen außergewöhnlichen Stift. Verwendet weiße Modelliermasse und bedeckt den Stift damit. Macht eine dünne Rolle und wickelt die Unterseite des Stiftes damit ein. Befestigt eine Spitze auf der anderen Seite und formt aus der Masse Kugeln. Wir machen solche Formen. Verbindet sie dann und deckt die Fugen ab. Baut jetzt eine Pyramide aus Modelliermasse. Und führt den Stift mittig ein. Wir bemalen den Turm rot und blau. Bemalt die Basis mit Filzstiften. Cool, das ist der Eiffelturm. So macht doch das Schreiben gleich viel mehr Spaß. Mein Französischlehrer wird mir bestimmt eine 1 geben. Und jetzt zeigen wir euch, was ihr aus einem normalen Marker machen könnt. Deckt den Marker mit rosa Schaumgummi ab und verwendet dafür Kleber. Nehmt jetzt ein Stück Schaumgummi derselben Farbe und macht Löcher hinein. Wir brauchen die kleinen rosa Kreise. Klebt sie an den Marker und wählt für jeden Marker die passende Farbe. Fertig! Die langweiligen Marker verwandeln sich in Legos. Mit Lego-Markern zu schreiben macht doch gleich viel mehr Spaß. Jetzt zeigen wir euch, wozu wir eine Seifenschale brauchen. Ihr braucht Spielzeugautoräder. Klebt die Räder auf die Seifenschale. Nehmt dann ein Gummiband und bringt es mit einer Heißklebepistole über Kreuz an. Befestigt Regale im zweiten Fach und klebt die Spieße an die Rückwand der Seifenschale. Sie sollten parallel sein. Verbindet sie mit einem Griff und schmückt es mit Aufklebern. Legt dann kleinere Sachen hinein. Bleistifte, ein Radiergummi, Kleber und ein Anspitzer. Der gelbe Koffer ist super geräumig. Genießt die Reise in das Land des Wissens. Gute Reise! Schneidet für den nächsten Hack eine Form aus einem Stück Pappe aus. Macht leichte Einschnitte. Jetzt könnt ihr das Stück einfach entlang der Linien falten und stanzt Löcher in jede Ecke. Ihr braucht jetzt ein Band. Zusätzlich braucht ihr auch einen Halter und eine Metallbefestigung. Schiebt es durch das Band. Führt das doppelt gefaltene Band durch das äußerste Loch und dann durch alle anderen Löcher. Zieht das Band dann fest und platziert die Halterung am zweiten Ende des Farbbands. Schneidet jetzt Bilder von Früchten aus und befestigt sie dann. Legt die Stifte in die Tasche, schließt die Tasche und zieht am Band. Diese Tasche ist sehr einfach zu bedienen und nimmt nur sehr wenig Platz im Rucksack ein. Und jetzt braucht ihr Blätter und eine transparente Hülle. Zeichnet die Umrisse der Blätter nach und schneidet es aus. Wickelt es in Backpapier ein und versiegelt die Enden mit einem Glätteisen. Wiederholt es, damit ihr zwei Taschen erhaltet. Befestigt die Taschen an beiden Seiten und verwendet Sekundenkleber. Tragt auch eine Schicht Kleber auf und deckt das Ende mit einem Stück glänzendem Schaumgummi ab. Jetzt braucht ihr ein paar Postkarten und Fotos und legt das Bild in die Plastiktasche ein. Ihr habt gerade ein Notizbuch mit einem wechselnden Umschlag angefertigt. Das Aussehen hängt von eurer Stimmung ab. Für den nächsten Hack braucht ihr einen Gelstift und eine Zange. Entfernt die Kappe. Dann braucht ihr einen Lutscher, kürzt den Stiel mit einer Schere und führt das verbleibende Ende in den Stift ein. Ich kaue während eines Tests nicht mehr auf einen normalen Stift.
sondern auf eine köstliche Süßigkeit, die Zuckerenergie liefert. Jede Naschkatze muss das ausprobieren. Ihr braucht als nächstes ein Stück Pappe und einige rote Papierstreifen. Befestigt die Streifen mit Kleber auf dem Karton. Faltet eine Schachtel. Dann braucht ihr einen Bleistift und Modelliermasse. Knetet es, ohne die Farben zu mischen, und befestigt es am Ende des Bleistifts. Ihr solltet eine Popcorn-Struktur erhalten. Dekoriert alle Stifte im Federmäppchen mit Popcorn und legt sie in eine Popcornbox. Durch dieses Design bekommt man sofort Hunger und ich würde jetzt gerne etwas naschen. Und jetzt braucht ihr Papier. Markiert das Blatt mit Punkten, die ca. 1,5 cm entfernt sind. Zeichnet dann Quadrate. Und schneidet es entlang der Linien aus. Dann braucht ihr Reißzwecken. Biegt die Spitzen mit einer Zange. Und bringt die Köpfe mit einer Heißklebepistole an den Papierquadraten an. Ihr braucht insgesamt 31 Felder. Schreibt Zahlen mit einem Marker und nehmt dann eine kleine Magnettafel. Schneidet jetzt einen Rahmen aus farbigem Karton aus und befestigt den Rahmen mit dem Kalender an der Magnettafel. Ihr könnt zum Beispiel einen hölzernen Bilderrahmen nehmen. Befestigt die Blätter mit Magneten an der Tafel. Jetzt habt ihr einen unendlichen Kalender erstellt. Ihr müsst den Kalender nur jeden Monat neu zuordnen. Und ändert den Monat und der Kalender ist einsatzbereit. Endlich muss ich nicht mehr einen neuen kaufen. Für den nächsten Hack braucht ihr ein dünnes Stück Schaumgummi. Zeichnet den Umriss eines Teebeutels und schneidet es aus. Bildet zwei solche Stücke und legt ein Band dazwischen. Klebt es dann mit Kleber zusammen. Bringt danach ein Quadrat aus weißem Schaumgummi an und befestigt ein rosa Etikett am Ende des Seils. Wir brauchen einen Aufkleber und dekoriert die Beute mit Früchten. Auf diese Weise könnt ihr ohne großen Aufwand viele Lesezeichen erstellen. Man kann es einfach bedienen. Legt einfach einen Teebeutel zwischen die Seiten und lasst den Faden draußen. Eine ungewöhnliche Teesammlung ist ab jetzt mein ständiger Begleiter. Schneidet für den nächsten Hack einen Kreis aus rotem Schaumgummi aus. Schneidet auch ein grünes Stück in Dreiecke. Tragt etwas Sekundenkleber auf ein Dreieck auf. Befestigt grüne Blätter am Rand des Kreises. Und macht mit dem Locher Löcher in die Lücken zwischen den Dreiecken. Führt einen Faden durch die Löcher und zeichnet schwarze Kerne in die Mitte. Legt Sachen in die Mitte und zieht das Seil fest. Bindet dann eine Schleife. Ihr habt ein süßes Wassermelonenmäppchen. Ein Stück Sommer ist immer bei euch. Jetzt braucht ihr einen Plastikbehälter mit einem Deckel und einen Anspitzer. Befestigt den Anspitzer auf der Rückseite des Deckels. Macht mit der Heißklebedüse ein Loch, das mit dem Loch des Anspitzers übereinstimmt und deckt den Behälter mit Schaumgummi ab. Verwendet Sekundenkleber und befestigt ein paar Kulleraugen. Klebt auch rosa Wangen an und zeichnet einen Mund und Brauen mit einem Marker. Ihr erhaltet einen lustigen Anspitzer. Für diese Idee braucht ihr ein großes Stück dunkelbeigen Filz und kleinere farbige Stücke. Schneidet solche Stücke aus und fügt ein paar Stücke gelben Filz hinzu. Macht dann ein Sandwich, legt ein Salatblatt auf den Kreis und klebt sie zusammen. Befestigt auch Wurstkreise und legt auch Käsescheiben darauf. Faltet das Filz-Sandwich und befestigt eine Schließe. Legt noch eure Kopfhörer hinein und schließt das Sandwich. Das weiche Filz-Sandwich ist super praktisch und eure Kopfhörer sind sicher verstaut. Habt ihr schon angefangen, Schulsachen herzustellen? Mit welcher Idee fangt ihr gleich an? Schreibt es uns! Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.